Also was hier richtig lospowert, ist hier die Rasenmischung von Mein Schöner Rasen. Die Dunkel Nummer 10. Unglaublich, wie die jetzt hier abgeht. Also das ist der Wahnsinn. Ich mähe die jetzt gleich nochmal. Ich hatte jetzt auf 25 gemäht. Ich will ja hier so auch auf 15 runter. Aber der kriegt jetzt nochmal ein. Das war ein richtig scharfes Messer aus, wa? Schau mal. Bitte, 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 lass mich mähen. Das kann keiner verstehen. Ja, schön geschärft das Messer. Ganz wichtig vorher. Eieiei. Echt gut. Und hier die neuen Aufkleber. Die neuen Rasenfreak-Aufkleber auf den Abschlagmarkierungen. Wo ist die Fahne? Die Fahne steckt nicht drin. Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Ich habe euch gefragt, was sind eure größten Probleme? Welche Probleme habt ihr mit eurer Rasenfläche? Ich hatte tatsächlich 5 zur Auswahl gestellt und mit großem Abstand hat Moos gewonnen. Moos ist das Hauptproblem tatsächlich in diesem Winter. Das wundert mich gar nicht bei den ganzen Regenfällen. Warum entsteht Moos? Moos entsteht durch Feuchtigkeit. Wenn der Boden länger dauerhaft feucht ist, wenn es Staunässe gibt, dann kommt das Moos. Auch bei Schattenbereichen, wenn also wenig Sonne auf die Rasenfläche, auf die Stelle fällt, wird das Moos ganz schnell wachsen, ganz schnell zunehmen. Ich habe tatsächlich heute auch an vielen Stellen hier auch Moose in meiner Rasenfläche. Das blenden wir jetzt hier alles mal so ein, während ich hier weiter quatsche. Ja, und diese Moosstellen lassen sich tatsächlich aus meiner Sicht nur bekämpfen, indem man die Ursache bekämpft, und zwar nämlich die Staunässe bekämpft. Wir müssen dafür sorgen, dass die Grasnarbe, die Rasendrahtschicht wasserdurchlässig wird. Das Wasser muss weg und gerade bei diesen massiven Regenfällen diesen Winter war das natürlich ausgesprochen schwierig. Und wenn das eben länger der Fall ist und das Wasser nicht ablaufen kann, die Grasnarbe nicht wieder abtrocknen kann, ja dann freut sich das Moos und wächst und wächst und wächst. Was kann man dagegen tun? Man kann aerifizieren mit ja, zum Beispiel dem Rasenspecht. Und man kann auch mit einer Grabegabel Löcher in den Boden stechen, gar keine Frage. Also man muss dafür sorgen, dass eine Drainage nach unten entsteht. Wenn natürlich unten irgendwann eine Sperrschicht ist, dann hat man schon fast verloren. Da muss man tief bohren, um das Wasser abzuleiten. Auf vielen Rasenflächen ist auch der Grundwasserspiegel so stark gestiegen, dass das Wasser eben einfach nicht mehr ablaufen kann. Da muss man einfach darauf warten, dass eben die Regenfälle aufhören, dass es wieder trockener wird, dass das Wasser in tiefere Regionen absackt. Und dann wird auch das Moos wieder weniger werden. Und wenn man es nicht wegkriegt, kann man eigentlich nur Folgendes tun aus meiner Sicht. Man kann es raushaken, aber dann sollte schon der Rasen wirklich gut wachsen. Sonst entstehen große Lücken, wo sich natürlich die Unkräuter und die geliebte Poa annua dann einsiedeln. Also man sollte schon warten mit der Moosbeseitigung, wenn der Rasen im Wachstum ist, wenn es warm ist, wenn die Bodentemperatur 8 bis 10 Grad beträgt, wenn ihr gedüngt habt, dann kann man auch das Moos bekämpfen. Dann sollte man vielleicht sogar die Stellen gleich ein bisschen nachsehen, damit sich da nicht irgendwas anderes einnistet in diese ja, geschädigte Stelle.
sondern das Gras an der Stelle auch schnell wieder wächst. Gut, ja, ich würde tatsächlich Moos jetzt nicht mehr mit Eisensulfat bekämpfen. Das geht natürlich besonders einfach, da ein bisschen Eisensulfat drauf zu streuen. Das ist ein hochaggressives Zeug, für den Menschen nicht gesund, für die Umwelt nicht gesund. Und es bekämpft nur die Symptome, nämlich das Moos, aber nicht die Ursache. Also, die Grasnarbe mit Sand verbessern, Löcher in den Boden stechen, diese Löcher mit grobem Sand füllen. Ich habe da ganz viele Videos zu gemacht, warum Sand so sinnvoll ist. Und dann wird das Moos verschwinden und das Gras wieder wachsen. Natürlich in Schattenbereichen. Da gibt es ein grundsätzliches Problem. Da kann man nur versuchen, irgendwie mehr Licht auf die Rasenfläche zu kriegen. Ja, und ihr könnt natürlich auch mit schattenverträglichen Rasenmischungen versuchen, da Gras zu etablieren und das Moos zu verdrängen. Aber ich sage ganz ehrlich, das ist keine einfache Aufgabe. Ja, lieber Rasenfix, und so sieht jetzt die Fläche nach 2 Wochen aus. Hier ist dieser Hauptmoosbereich gewesen. Und da kann ich mal mit der Kamera mal rangehen. Hier war noch sehr viel Moos, hier in diesem Bereich. Es war ein bisschen viel Sand, das muss ich zugeben. Also es war ein bisschen heftig, was ich hier raufgeschmissen habe. Ich musste auch ziemlich oft hier bürsten, um den Sand hier in die Löcher reinzukriegen. Es war zu früh, aber ich wollte euch natürlich zeigen, wie das hier funktioniert. Hier seht ihr eben jetzt das Moos, das sich richtig schwer tut, das schon richtig braun wird überall, weil die Grasnarbe jetzt schön trocken ist. Auch hier sieht man, wie das Moos sich langsam zurückzieht, wie es krepelt. Ja, lieber Rasenfüchse, und das möchte ich euch natürlich jetzt nicht vorenthalten. Das ist jetzt der neue Blick auf unser Grundstück. 2 Wochen. In 2 Wochen hat sich hier tatsächlich sehr viel bewegt. Ihr habt ja ein bisschen mitverfolgt. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für eure echt tollen, netten, mutmachenden, positiven Kommentare, die ihr unter meinen kleinen Post geschrieben habt. Also echt, ihr seid eine klasse Community. Es wird also weitergehen mit dem Rasenfreak und der Rasenpflege. Wir werden natürlich nochmal über Lücken sprechen. Wir werden auch noch mal vielleicht über Wurmhäufchen sprechen. Ich habe mega viele Wurmhäufchen. Ich habe auch Lücken, ich habe braune Gräser, alles. Also, bleibt also dran. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.